Mit einem Staatsakt hat Kolumbien den verstorbenen Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez geehrt. In der Kathedrale von Bogotá spielte das Nationale Symphonieorchester das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. García Márquez war am vergangenen Donnerstag in Mexiko 87-jährig gestorben. Gabo fue un escritor compartido por ambos países. Él se radicó en ese país y los mexicanos no tuvieron sino Der überzeugte Linke, der von Kolumbiens Präsident als größter Sohn des Landes gewürdigt wurde, hatte Mexiko zu seiner Wahlheimat gemacht. Unklar ist, wo seine Asche bestattet werden wird. Er hat seine Familie in Mexiko gegründet, seine Söhne, seine Enkel sind Mexikaner. Vielleicht sollte man seine Asche zwischen beiden Staaten aufteilen. Bekannt wurde Gabriel García Márquez mit Cien Años de Soledad, 100 Jahre Einsamkeit.